Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe heute eine Dame da zum zweiten Mal und ich darf mit ihr über die Bedeutsamkeit einer wertschätzenden Sprache sprechen, also über die Kraft der Worte als Medizin, aber sie können ja auch Gift sein. Und dieses Thema widmet sich heute mit dem Thema Kriegsrhetorik. Was ist darunter gemeint und seien Sie gespannt, wir sind gleich für Sie da. Herzlich willkommen, liebe Karin Schrag. Danke. Kriegsrhetorik, jetzt bin ich mal gespannt. Um was geht es da drin genau? Da geht es darum, dass wir uns wiederum bewusst sein dürfen, dass wir diese Kriegsrhetorik überall und jederzeit in unserem Alltag verwenden, ohne es zu merken. So, der Klassiker ist, ich komme ins Büro, sage, du, ich habe mal einen Angriff auf dich vor, ja. Und, tatsächlich? Ja, das natürlich. Und dann sagt das andere, ja klar, bin ganz Ohr, schieß los, ja. Oder die Eltern, die sagen, du, in deinem Zimmer sieht's ja wieder aus, als wenn die Bombe eingeschlagen wäre. Wir wollen anderen einen Schuss vor den Bug setzen, ja, und so weiter. Also wir haben unser Alltag ist gepflastert von solchen Ausdrücken, die ursprünglich im Krieg und im Konflikt entstanden sind. Und diese Worte tragen diese entsprechende Schwingung dann immer noch in sich. Das heißt, wenn ich nur so spreche, ja, also es gibt ganz viele Leute, die mir begegnen, die auch immer so ein Wort haben, ne, aus der Hüfte schießen. Ich schieße aus der Hüfte oder ich stehe Gewehr bei Fuß. Ich habe eine Liste, über 100 Ausdrücke stehen da drauf, die ich gesammelt habe im Laufe der Zeit. Und das sind alles völlig alltägliche Ausdrücke, die wir da verwenden. Und die sind eigentlich negativ belastet? Die sind natürlich negativ belastet, ja. Die haben diese konfliktreiche Schwingung, tragen sie in sich. Und damit können wir dann, wenn wir die sehr, sehr häufig gebrauchen, auch diese entsprechenden Dinge dann eben in unser Leben ziehen, weil Worte eben wirken. Also ich merke da gar nicht, dass ich auch wieder so eine Wand aufbaue, dass ich Widerstand aufbaue mit dem, was ich sage. Ich meine es ja auch nicht so. Und dennoch haben solche Worte eine Wirkung. Ja. Ich habe mich jetzt in den letzten Wochen ein bisschen mit der Mikrologie beschäftigt, über die Bakterien. Die ganze Geschichte der letzten 200 Jahre Bakterien, das zeigt mir dieses Buch, ist genauso. Ja. Reine Kriegsrhetorik. Ah, ja. Bakterien sind immer der Feind. Ja, genau. Auch in unserem Körper. Alles muss man, kommt die Invasion von diesen, genau. Die Viren kommen, alles ist schlecht. Absolut. Und wenn ich heute an Corona denke, ist auch schon schlecht, weil das sind alles böse Viren. Ja. Also das ist ein Paradebeispiel, was du hier erwähnst. Das ist, wir müssen gegen Corona kämpfen. Ja. Das ist der Feind. Wir befinden uns im Krieg. Ja, fast alle Regierungschefs der europäischen Länder, wahrscheinlich auch der anderen, haben diesem Virus den Krieg erklärt. Und da dürfen wir uns wirklich mal gewahr werden. Ja, was macht das dann mit uns? Ja, wir stellen unseren Organismus auf Abwehr ein, auf Widerstand ein. Und je mehr Widerstand wir dem Ganzen entgegenbringen, desto mehr stoßen wir dann wieder auf Widerstand. Also wir können diese Wirkung des Virus, die schädliche Wirkung, verstärken alleine durch die Haltung, die wir ihm entgegenbringen. Und das wird natürlich durch solche Kriegsrhetorik in den Medien, in der Behördensprache massiv verstärkt. Ja. Aber es beeinflusst uns. Also da haben wir nur das Beispiel Corona, wo wir alle jetzt in den Knochen haben, ist auch ein bisschen reinfühlen. Ist das Wort Corona schon negativ belastet? Die ganze Testerei, die Masken, alles zieht uns eigentlich energetisch schon mal runter, weil es ist ja der Feind. Richtig. Und es erzeugt Angst. Ja, das ist ja das Schlimme daran, dass wir auch in Angst reinkommen, dass wir in den Stress reinkommen, das wiederum schwächt unser Immunsystem. Ich kann mich erinnern, dass der Rüdiger Dahlke, glaube ich, mal bei dir zu Gast war. Da waren dieser Nocebo-Effekt, diese Angstmacherei auf unser Immunsystem war da auch ein Thema. Und genau so ist es. Und das verstärken wir mit Sprache. Das verstärken wir mit den Worten, die wir wählen für dieses Coronavirus und für die Situation, in der wir uns befinden. Die Kraft der Worte hat den Einfluss auf die Psyche von
ja. uns allen, oder? Ja. Genau. Und dieses Beispiel, wo wir jetzt gerade bringen, zeigt ja, dass sie in aller eindrucksvoll. Richtig. Das kann man natürlich manipulativ nutzen, was ja. es ja bestimmt jetzt auch mit dieser Kriegssprache auch gemacht wird gegenüber Absolut. Uns. Absolut, ja, ja. Und wir sollten ja eigentlich lernen, eine andere Sprache zu sprechen. Ja, oder? Ja, genau. Und da dürfen wir auch wissen, dass es so etwas wie ein Framing gibt. Ja, in der Fachsprache, bei Sprachwissenschaftlern nennt man das Framing. Und ein Frame ist ein Rahmen. Und da werden ganz gezielt Denkmuster und Denkrahmen bei uns aktiviert, wo es sehr schwierig ist, sich dem zu entziehen. Mhm. Also ein anderes Beispiel für so ein Framing, ja, da hatten wir vor Jahren ja jetzt diesen Strom an Menschen, ne? Und ich verwende jetzt genau dieses Wort auch schon, Strom an Menschen, die geflohen sind aus einem Land, aus ihrem Heimatland. Allein dieses Wort Strom, ja? Oh, Achtung, da kommt eine Welle auf uns zu, wir können uns der nicht entziehen. Allein schon dieses Wort setzt ein Denkmuster bei uns in Gang, von wegen Achtung, Gefahr. Ja? Die Flüchtlingswelle. Mhm. Das ist sehr subtil, das merken die meisten gar nicht, aber wenn von Flüchtlingswelle die Rede ist, dann denken wir schon an Dämme, die brechen, wir denken an Sandsäcke, wo wir versuchen, die Flut, mit denen wir die Fluten aufzuhalten versuchen. Also da kommt bereits etwas in Gang. Und interessanterweise, das hat Elisabeth Wehling in einem ihrer Vorträge mal erwähnt, das ist eine Sprachwissenschaftlerin, eine Deutsche, die in Amerika forscht. Und sie konnte nachweisen, dass bei Hurricanes, also Wirbelstürmen, die einen männlichen Namen tragen, mehr Leute überleben. Warum? Ein männlicher Name wird gewaltsamer empfunden, wird als härter empfunden. Man erwartet da einen zerstörerischen Wirbelsturm, ergreift dadurch früher Vorsichtsmaßnahmen, man evakuiert die Menschen früher und das führt dann konkret dazu, dass mehr Menschen überleben bei einem Wirbelsturm, der einen männlichen Namen trägt, weil der Wirbelsturm Susi wird ja schon nicht so schlimm sein, ja. Mhm. Also das hat einen unglaublichen Einfluss auf unsere Handlungen, dieses Framing. Und bei Corona verhält es sich nicht anders. Ja? Wenn wir da vom Feind und vom Krieg dagegen reden, dann sind wir alle schon in Angst und Widerstandshaltung drin. Aber wenn ich mir jetzt ein bisschen die Sprachkulturen anhöre, der Medien, der Massenmedien, aber auch der Zeitschriften und so weiter, dann sind ja die eigentlich gespickt voller solcher treiberischen Äußerungen. Ja. Die uns ja, aber ich glaube auch, dass die Zeitung so schreiben, weil wir als Konsumenten so lesen wollen. Ich habe mal eine Umfrage gesehen mit Zeitungen, die nur positiv schreiben. Mhm. Die sind ja, die meisten gehen Konkurs. Ja. Weil die Leute abonnieren es nicht, die wollen es nicht. Ja, sie wollen Schlagzeilen. Ja. Auch wir, wenn wir eine Sendung auf YouTube legen, ob wir jetzt einen positiven, schönen Titel wählen oder eine negativ formulierte Schlagzeile, die Klicks sind ganz unterschiedlich, aber massiv. Ja, die Leute klicken auf Schlagzeilen. Ja. Also wir sind ja so eigentlich getrichtet. Das sind wir. Wir sind genau. Also das ist vielleicht schon unser eigener Stress, ja, unsere eigene Angst, die schon in uns steckt, die uns durch den Alltag begleitet, geht dann in Resonanz mit solchen Schlagzeilen. Ja, da sind wir wieder bei der Schwingung von Worte. Also es ist ja immer nur eine Frage der Resonanz. Wenn ich selber ein komplett friedliches Leben habe, komplett angstfrei bin, dann springe ich auch nicht so auf diese negativen Schlagzeilen an. Aber unser Lebensstil, so nehme ich das mindestens wahr, ist voller Stress, ist voller Angst, sehr häufig. Wir kommen da gar nicht mehr raus und entsprechend suchen wir dann auch, ne, eben gehen wir in Resonanz mit dem, was auch Angst und Stress beladen daherkommt. Ja, verstehe das schon.
Wir hatten es auch versucht mit positiven Formulierungen, aber das Ziel ist ja, dass wir möglichst viele Menschen eine Sendung näher bringen. Sie sehen zwar diese Schlagzeile im Titel, aber sie werden dann hingeführt in eine Lösung, zum Beispiel in unser Gespräch rein, um sensibler zu werden. Ja. Aber man muss die Leute abholen, wo sie stehen. Genau, genau. Ist ja auch legitim, ja. Also, trotzdem tut das ja weh, wenn wir diese Bomben, diese kriegerischen Wörter wählen. Ja, ja. Tut's was mit mir. Ja, ja. Und das ist ja so. Eigentlich, wie man so schön sagt, eine Nocebo, Welle, Energie, die uns ja energetisch runterzieht, statt rauf. Ja, so ist es. In diesem Sinn ist das ein Teufelskreis. Ich habe auch Verständnis natürlich dafür, dass Medien eine Schlagzeile wählen, wo sie wissen, aha, da habe ich mehr Leser. Und dennoch plädiere ich dafür, dass gerade Medien und Behörden, auch Ärzte und Pflegepersonal, also die medizinischen Fachkräfte, sich wirklich der Wirkung ihrer Worte mehr bewusst werden. Du, das kommt. Ja. Spital, Krankenhaus in Genf hat angefangen, ihre Mitarbeiter zu trainieren, dass sie keine Nocebos setzen, oder? Sehr schön, das freut mich sehr, diese Nachricht. Beeindruckend. Ja, das ist beeindruckend, denn gerade da herrscht im Moment schon noch ein großer Mangel an Bewusstsein. Mhm. Ja. Und kürzlich hatte ich noch einen Psychoneuroimmunologe da, der Professor Schubert. Ja. Und der hat mir auch gesagt, eigentlich müsste bei jeder Diagnose eines Arztes mit einem Patienten ein Psychologe anwesend sein, um die Menschen abzuholen. Ja. Nur schon die Diagnose ist ja schon wieder, da bin ich wieder im Opfer. He? Genau, genau, genau. Und es wird so was eingefroren. Es wird festgesetzt. Das habe ich jetzt, ja. Und dann, wir haben vorhin uns gerade über mein und dein unterhalten, ja, dann heißt es eben, das ist meine Diagnose, und meistens heißt dann nicht nur, ich habe ein schwaches Herz, sondern die Leute beginnen dann oft auch von meinem schwachen Herz zu sprechen oder von meiner Arthritis. Das ist ja eine Identifizierung. Das ist, genau, das heißt, mein ist ja ein Fürwort des Besitzes, ein besitzanzeigendes Fürwort, das heißt meins, es gehört zu mir. Und wenn jetzt dieses schwache Herz zu mir gehört, gehört natürlich zu mir, aber wenn ich immer wieder sage, mein schwaches Herz, dann ist es auch schwieriger zuzulassen, dass dieses Herz auch stark sein kann, dass diese Diagnose eben nicht für immer und ewig da sein muss, sondern dass das eine Momentaufnahme ist, dass sich das verändern kann. Also auch da dürfen wir auf unsere Worte achten, gerade im Zusammenhang mit Krankheiten, mit Diagnosen, das ist sehr wichtig. Da komme ich viel schneller draus raus, wenn ich will, wenn ich entsprechend rede. Ich dokumentiere immer wieder mal so Wunder, in Anführungszeichen, die Menschen mit ihrer Gesundheit erreichen konnten. Ja. Von Querschnittlähmung zum laufenden Menschen wieder. Mm. Letzte Woche war ein blinder Mann da, der war 12 Jahre blind, heute sieht er wieder. Wow. Nicht möglich, undenkbar, aber er hat auch das nie akzeptiert. Ja, genau. Und hat eigentlich nicht gesagt, ich bin blind. Ja, genau. Sondern eher, ich werde bald wieder sehen. Genau, genau, genau. Und das sind die Aufbauende, das sind die Emotionen, das sind hormonelle Geschichten, absolut, die da abgehen. Absolut. Und wenn ich kann das genau Gleiche sagen, positiv, hoffnungsvoll und absolut zerstörend. Also wenn ich zum Beispiel ich kann sagen, der Heilungsverlauf ist positiv oder ich kann sagen, der Krankheitsverlauf ist positiv. Ja, das ist das Gleiche. Aber im einen ist die Krankheit zementiert, im anderen kommt die Heilung vor. Oder ich kann sagen, Sie sind ein Risikopatient. Toll. Und dann, oder? Dann ist schon, das ist sehr niederschmetternd. Aha. Ich kann dasselbe sagen, indem ich sage, wir schenken Ihnen unsere erhöhte Aufmerksamkeit. Toll. Ja? Das ist doch wunderbar, das ist aufbauend. Und gerade eben medizinische Fachkräfte haben hier eine sehr, sehr wichtige Rolle. Weil sie können die Patienten, Patientinnen, die ja meistens an ihren Lippen hängen, die wollen was wissen, wie geht's mir, wie entwickelt sich meine Krankheit, die können hier so viel bewirken und wirklich zur Heilung beitragen mit ihren Worten.
Jetzt heißt es auch so schön aus der Psychosomatik oder Psychoneuroimmunologie, dass eigentlich die Psyche den Körper krank machen kann. Mhm. Die Psyche, das können natürlich Erlebnisse sein, aber das kann natürlich auch immer wieder dieses Opferdenken hier oben sein, das sich fest manifestiert hat. Ja. Das Glas ist ständig halb leer. Ja. Und ich habe Angst, dass es ganz leer wird. Genau. Ja, wie kriege ich denn das wieder aus dem Kopf raus? Ja, dieses halbleere Glas äußert sich häufig nach meiner Erfahrung durch Verneinungen, durch negative Ausdrücke in der Sprache. Wenn ich stark darauf fokussiere, was ich nicht will und das dann auch sage, ja, eben, wenn ich zum Kind sage, renn nicht auf die Straße oder dann... Du fällst um beim Fahrradfahren. Genau, oder genau. Pass auf, dass du nicht umfällst. Ja, richtig. Mhm. Oder vielleicht noch extremer. Ich habe auch mal eine Mutter beim Kindergarten beobachtet, die ihrem Kind ständig sagte, wenn du das machst, dann wirst du die Treppe runterfallen. Und das erzeugt ein ganz starkes Bild, ja, in unserem Hirn. Und solch starke Bilder haben die Tendenz, Wirklichkeit zu werden. Deshalb gibt's Visionen und Vision Boards. Ja, wenn ich ein Bild von mir habe, vor mir habe, dann ist das schon auf dem Weg, Wirklichkeit zu werden. Und das Gleiche gilt eben auch mit unseren Sprachbildern. Und wenn ich jetzt in einer Opferhaltung bin, kann es sein, dass ich eben häufig sage, das gefällt mir nicht, das tut mir nicht gut, das will ich nicht und so weiter. Und da ist es wichtig, die Brücke zu schlagen. Schlagen ist übrigens auch ein Kriegswort, ja, also aufgepasst. Oder wenn ich ein Projekt in Angriff nehme. Dann bauen wir uns eine Brücke. Genau, genau. Dann bauen wir uns eine Brücke, indem wir sagen, was will ich denn stattdessen? Mhm. Und dann darf ich mir angewöhnen, statt dieses Bildes dessen, was ich nicht will, einfach zu sagen, was will ich denn? Und dann ist der Klassiker auch bei Eltern, die ihrem Kind immer sagen, schau, dass das Glas nicht runterfällt, ja, dass ich mir angewöhne zu sagen, aha, das erwünschte Resultat ist, dass dieses Glas hier stehen bleibt. Also sage ich dem Kind, du, pass auf oder schau, dass das Glas oben bleibt, ja? Und wenn ich so mit einem Kind spreche, dann ist dieses Positive, das wirkt sich aus in einer positiven Lebenshaltung. Und da kann ich einem Kind einen sehr großen Gefallen tun, wenn ich so spreche und eben diese Opferhaltung weglasse, dieses Angst und in ein angstfreies, in ein positives Bild reinkomme mit meiner Sprache. Diese ganze Kommunikationskulturen, wie wir es heute einfach überwiegend hören, führt letztendlich dazu, dass wir uns selbst ein bisschen immer mehr in die Angst reintreiben. Mhm. Mhm. Und Angst macht klein. Ja. Ängstliche Menschen lassen sich besser führen. Absolut. Sie vertrauen allen. Absolut. Ja, ja, ja. Denn die wenigen Leute wissen ja immer besser, was mir gut tut. Sie helfen mir aus dem Leid heraus. Genau, richtig, ja. Mhm. 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 Gut, aber das ist jetzt, die Zeit ist jetzt vorbei. Jetzt müssen wir wirklich vorausschauen und schauen, wie kriegen wir unsere eigenen Ängste wieder raus. Und das ist die Kommunikationskultur bei uns angefangen, vor der eigenen Türe zu wischen. Absolut. Das ist der erste Schritt. Ja? Richtig. Du hast ein schönes Stichwort jetzt auch gegeben, das Kriegen. Ja? Wie kriegen wir die Ängste wieder raus? Kriegen ist das Paradebeispiel eines Kriegswortes. Das steckt ja schon drin, das heißt Krieg. Ja. Und da plädiere ich immer dafür, die wunderbare Alternative zu verwenden, nämlich bekommen. Mhm. Ich muss nicht kriegen, ich darf bekommen. Ja? Jetzt muss ich mal überlegen, ich kriege, bekomme, fühlt sich viel besser an, wenn man so reinhorcht. Ja. Genau. Und wie kriegt, ist schon wieder ein gewaltiges Wort. Ja, tatsächlich. Ja. Und nicht bewusst gewesen. Ja. Gerade im deutschsprachigen Raum, also nicht in der Schweiz, da gibt es auch einige Dialekte, die kennen dieses Wort gar nicht. Also auf Berndeutsch gibt es kein Ich kriege. Das kennen wir nicht. Mhm. Wenn wir aber in die Kantone gehen, die so nahe der deutschen Grenze sind, dann kommt dieses Wort auch in den Schweizer Dialekten vor. Und eben in Deutschland und in Österreich ist dieses Wort im Überfluss vorhanden. Und ich behaupte sogar, ich sehe sogar einen Zusammenhang wirklich mit dieser Kriegs
mit diesem Kriegserleben, das ja in diesen Ländern auch noch nicht so lange her ist, der Zweite Weltkrieg, das hält sich in der Sprache noch so ein bisschen fest und kommt da zum Ausdruck, indem eben dieses Ich kriege allgegenwärtig ist. Klar, ich kriege ein neues Bett, ich kriege ein neues, alles kriegen wir. Und da dürfen wir auch achtsam sein, weil, wie gesagt, die Alternative gibt's und die ist wunderbar mitbekommen. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, was ist denn mein schweizerdeutsches Wort normalerweise? Sicher nicht Krieg, das kenne ich gar nicht, sondern es ist wirklich meine hilflose Suche nach den hochdeutschen Wörtern. Sonst ist es ja, ich komme rüber, oder? Ich komme rüber, genau. Also da kommt, ist alles gut. Genau, wenn du bekommst, dann kommt was zu dir, oder? Ja. Das ist eine ungleich schönere Variante, um das auszudrücken. Ja. Aber das war jetzt ein wichtiges Beispiel, gerade aus dem Leben, aus der Live-Schaltung heraus. Ja. Das Wort kriegt ist ein Vokabular, was wir eigentlich lernen sollten, sensibilisiert darauf zu hören und sagen, oh, jetzt habe ich es schon wieder. Genau. Lächle darüber, streichen wir es. Ja, ich meinte natürlich was bekommen, oder? Richtig, genau. Wie trainiere ich genau solche Worthülsen, die ich mir nicht bewusst bin und einfach vor mir herplappere, ohne die Bedeutung dahinter zu verstehen? Es ist natürlich hilfreich, wenn dich mal jemand darauf aufmerksam macht. Also wenn du das lernst, wenn du schaust, aha, was kann ich denn besser sagen? Oder was sind so meine Nocebo-Ausdrücke? Was sind so meine Ticks, wo ich plötzlich merke, aha, das ist ja gar nicht so hilfreich für mich. Da gibt's eine Alternative, darauf kann ich achten, ja. Aber das ist mega schwierig. Also wenn ich jetzt jedes Wort, was ich sage, plötzlich komme ich zu diesem Wort Krieg und sage, ja, tatsächlich, jetzt habe ich mich da reingefühlt, das ist tatsächlich ein schlechtes Wort. Ja, genau. Aber das ist so schwierig. Ja, es ist einfacher, als du denkst, vielleicht. Das Wichtige ist, wähle aus, woran du arbeiten willst. Und ich sage immer, wähl da nicht zu viel aus, am besten nur ein solcher Sprachaspekt, wo du merkst, da habe ich ein Thema, das hat einen ungünstigen Einfluss auf mich und das will ich jetzt verändern. Mhm. Also, dass du das gezielt aussuchst. Und da hilft es natürlich, in meinem Online-Training hat es 12 Module, jedes Modul beschreibt so ein sprachliches Feld, wo ich darauf hinweise, was besser zu vermeiden ist, wodurch man es ersetzen kann, was man besser machen kann. Und das ist schon hilfreich, wenn du eine solche Begleitung hast, die dich erstmal auf solche Möglichkeiten hinweist. Und dann, wie erwähnt, wählst du etwas aus, was dir wichtig ist, dann nimmst du es wahr und dann wandelst du es dann auch mit der Zeit. Und das ist gar nicht so aufwendig. Ja. Ich glaube auch, dass der eine oder andere Zuschauer jetzt gerade denkt, ja nur, wenn ich ja das Wort ja so gar nicht meine, wenn ich sage, dann ist es ja auch nicht so schlimm. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Ja. Die Schwingung ist immer noch da. Die ist trotzdem da. Ich habe in der letzten Sendung das Wort Problem erwähnt. Ja. Und selbst wenn ich da die ganze Zeit sage, das ist kein Problem. Oder es ist ein gutes Problem. Ja, es genau. Ist immer noch schlecht. Wir können das problemlos für Sie machen. Ja. Das Wort Problem ist immer noch, steht im Raum und es entfaltet dort seine Wirkung. Es entfaltet seine Schwingung. Also ist es besser, wenn ich es weglasse, wenn ich mich auf die Lösung konzentriere, wenn ich ein Bild der Lösung bringe, statt zu sagen, ach, das ist kein Problem, ja. Oder eben, wenn ich sage, oh, das Problem ist jetzt, jetzt habe ich hier einen Brief, das Problem ist, die Post hat jetzt zu, jetzt kann ich diesen Brief nicht mehr absenden. Es ist nicht nötig, das Wort Problem in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Aber ganz viele Leute tun das, ja. Und wenn man jeden Tag so 10.000 Nadelstiche einfach kriegt, die einen runterziehen, selbst verursacht oder von unseren Gegenüber, von unseren Lebensbegleitern oder innen, dann sind das einfach destruktive Energien, wo wir völlig unnötigerweise empfangen haben. Richtig, ganz genau, ja. Ja, ich bin mir dessen schon bewusst. Deshalb war es mir auch eine große Freude zu sagen, ich muss mit dir sprechen, das müssen wir hinaustragen, weil das ist eine ganz andere Form von Medizin. Ja. Wir wissen alle, eine Diagnose, das Wort kann töten, ein Wort kann heilen. Ja. Man sieht es auch bei empathischen Ärzten, die Mitgefühl und Sensibilität haben, Einfühlungsvermögen, dass da ganz was anderes geht als auf der anderen ganz Seite. Genau, ganz genau.
da kann ich einen großen Unterschied machen, wirklich, ja. Also du hast von einer Online-Plattform gesprochen, wo man sich selbst reflektieren oder testen kann. Erzähl mal noch darüber. Richtig, ich habe auf meiner Webseite zwei Sachen, die du tun kannst. Also zum einen habe ich Tests dort, Selbsttests, wo du mal versuchen kannst, 10 Beispielsätze anders zu formulieren. Und das weckt auch schon das Bewusstsein für diese ungünstigen Ausdrucksformen, dass ich merke, das kann man auch noch anders sagen. Mhm. Das lässt sich auch anders sagen. Und da starte hier, findest du diese Tests dort, auch viele PDFs, die kostenlos heruntergeladen werden können. Das ist das eine. Du findest auch dort den Link zu diesem Online-Training, das ich erwähnt habe. Das ist dann wirklich eine intensive Begleitung. Da begibst du dich wirklich in deine Sprache hinein. Du erfährst, worum es geht, was du besser machen kannst. Du kannst dich selber reflektieren und da kannst du dann eben auch üben, das anders zu machen im Alltag. Dieses Online-Training heißt Komm in deine Schöpferkraft und auf meiner Webseite www.karinschrag.com findest du das dann auch, wenn du dich vertieft mit dieser Thematik beschäftigen willst. Was ich auch glaube, ist, wenn man eine wertschätzende Kommunikation pflegt, dass das Resonanzprinzip auch zu Menschen, zu Freundschaften, zu einem Umfeldaufbau aus der Einsamkeit heraus zu einem offenen Feld vermutlich viel offener ist, oder? Unbedingt, unbedingt. Ich habe genau deshalb ist mein Slogan und auch mein Unternehmen heißt Worte wirken Wunder. Es ist tatsächlich so, wenn du das mal beobachtest, wenn du dir erlaubst, eine andere Sprache zu sprechen, dann kann wirklich ganz viel in deinem Leben anders werden. Da eröffnen sich neue Felder dadurch. Ja, richtig. Das ist ein schöner Satz wieder gewesen. Worte wirken Wunder. Mhm. Den schreibe ich mir nachher auch sofort auf, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, ich bin mir dessen ganz sicher, dass es so ist. Und ich würde mir wünschen, wir alle trainieren ein bisschen mehr in unserer Wortwahl, die richtigen Wörter zu finden, gewisse Wörter wegzulassen, wie eben ganzen Kriegsrhetorik-Wörter, dass wir uns dessen mal gewähr sind und wirklich zur Seite schieben und einfach sensibilisierter damit umgehen, mit unserer Sprachwahl, dass wir unser Gegenüber nicht verletzen, sondern ihn sogar aufbauen, keine sogenannten Nocebos mehr setzen, sondern Placebos setzen, aufbauend für den anderen, aber aufbauend auch für mich selbst. Nicht, dass ich 10.000 Nadelstiche jeden Tag kriege. Also ein ganz, ganz, ganz wertvolles Thema, liebe Karin. Und das macht mich sehr glücklich, dass du uns da hilfst. Gerne. Hier ein bisschen mehr Bewusstsein reinzukriegen. Auch wenn es eigentlich, ich meine, es ist so schlimm, eigentlich müssen es die Eltern den Kindern beibringen, aber die Eltern haben es schon nicht gelernt. Ich auch nicht. Ja, ja. Und in der Schule müsste man es genauso machen. Mhm. Ne? Mhm. Aber da heißt es ist ja immer das Gleiche, auch in der Schule. Es ist eigentlich eher immer auch da wieder Kriegsrhetorik. Mhm. Oder negative, wir suchen nur die Fehler und nicht die richtig geschriebenen Wörter. Ja, genau. Weil im Moment noch das Bewusstsein dafür fehlt. Mhm. Und genau deshalb geht mein Dank auch zu dir, dass du dir dessen bewusst bist, dass hier durch Aufklärungsarbeit, durch ein Zeigen, wie es gehen kann und dass eben diese Worte durchaus wirken, dass da auch ein Wandel in Gang kommen kann. Mhm. Das wünsche ich mir sehr. Mhm. Ich glaube, das Wort Fehler ist jetzt auch gerade ein gutes Wort gewesen als Beispiel. Mhm. Ist ja grausam negativ besetzt. Ja, es ist negativ besetzt, doch es bedeutet gar nichts Schlimmes, weil ein Fehler heißt nichts anderes, als dass da noch was fehlt. Ja? Und dann kann ich mich das Richtige. Ja, genau. Logisch, ich kann mich dann einfach auf die Suche machen nach diesem Teil, das noch fehlt. Und wenn ich das ergänze oder anders mache, dann ist es auch kein Fehler mehr. Also das Wort an und für sich ist durchaus ein positiv ein gutes Wort. Ja? Trotzdem machen wir aus diesem Fehler einen riesen Elefanten, statt den Lücke da zu sein lassen, wo sie steht. Na, die Sendezeit ist durch. Herzlichen Dank Ihnen auch. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.